Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer hier in Train Sim World 4. Wir schauen uns das neueste Update für die Long Island Railroad an. Cash Cap. Und schauen wir mal, was wir mit diesem kostenpflichtigen Update für eine bestehende Strecke so alles bekommt. Als allererstes ist der Triebwagen neu. Der L9? Mal selber nochmal nachschauen. M9. Genau, der ist komplett neu. Der da drüben ist bestehend. Das ist, glaube ich, der 7er. Dann gibt es ja noch den 3er, der nochmal extra kostet. Und ja, es ist die Strecke allgemein ein bisschen aktualisiert worden. Neue Signale, neuer Fahrplan. Und was effektiv neu ist, streckentechnisch, ist der Bereich da. Alles andere gibt es schon. Und wer jetzt denkt, oh ja, wenn ich die Strecke vielleicht schon besitze, dann ist das vielleicht nur so ein kleiner Aufpreis. Nö, 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 also Vollpreis. 40 Franken, das ist ein Euro, für ein Streckenupdate und den Triebwagen da halt. Also ich weiß nicht, das ist schon dezenten Cashgap, muss ich echt sagen. Anstatt, dass man hier die Strecke pflegt, dass man das kostenlos macht und was er sich den Triebwagen dann halt kostenpflichtig macht für... keine Ahnung, 15 Euro oder sowas, dann einfach Vollpreis. Das ist Dovetail Games und es wird auch Leute geben, die das natürlich entsprechend kaufen. Okay, first things first, ich glaube, wir schauen uns den Kollegen mal an. Also das Modell ist eigentlich ganz okay. Soundtechnisch kann ich natürlich nicht sagen, wie authentisch das ist. Bin nie in echt Leben mit dem Teil mitgefahren. Innen, ja... hat man halt nicht wahnsinnig viel Platz. Das ist jetzt relativ eng zugestellt hier drin. Ich meine, die ganzen Pendler halt hier. Und so ein Wagen besteht aus zwei Wagen. Im Hintern haben wir dann noch eine Toilette. Und sogar mit einem Rollstuhl hier rein. Und da haben wir dann schon wieder den anderen Führerstand. Machen wir hier nochmal auf. Mein Kollege, darfst du gleich mitfahren. Wir bestehen hier aus einem Set aus 8 Wagen. Wir könnten noch ein bisschen länger machen, aber das bleibt jetzt erstmal so. Ja, wo sind wir jetzt da eigentlich? Wir sind da hinten oben. Mein Plan ist, dass wir hier so runterfahren, ein bisschen die alte Strecke noch sehen und dann die ganze Strecke hier unten abfahren bis zu dem Kopfbahnhof da unten. Also ich hoffe, ich komme da irgendwie rein. Der Bahnhof sieht ein bisschen voll aus. Okay. So. Mal rein in den Führerstand. Einmal hier auf und wieder zu. So, also das ist der Führerstand. Nicht sehr viel anders als wie der zum M7. Muss ich natürlich hier auch wieder hinsetzen. Man kann bei den Fenster hier rausgucken. Wir tun jetzt hier mal den Masterschlüssel rein. So, einmal auf vorwärts. Maximum Break. Machen wir kurz beide Türen zu. Sehr gut. Dann hier draußen. Einmal die Lichter. Steuerung Shift H für die Signallichter. Auf der anderen Seite müsste es passen. Ja. Okay. Und dann versuchen wir uns mal einen Fahrplan geben zu lassen. Beziehungsweise Route in dem Fall. Nach da unten. Und ich würde sagen. Ja, das ist das einzig freie Gleis hier. Bestätigen! Ich darf rausfahren. Okay. Wie schickst du mich? Aha. Ach so. Wir fahren zuerst da runter. Interessant. Ich dachte, wir würden da durchfahren. Gut, gut. Passt. Türen kontrollieren. So. Na? Leistung? Wieso magst du mich nicht?
Doors are closed. Forward bin ich hier drin. Achso, wegen Anti-Rollback. So, Maximalgeschwindigkeit 5. Wir fahren natürlich ein bisschen schneller. Ich sag grad so. Wir ecken an dem Bahnsteig da hinten an. Ja, also so viel zum Refreshment von der Strecke. Aber ich muss sagen, das Marketing von der After Games ist auch wieder geil. Sie preisen das gar nicht mal so an, dass nur diese eine Strecke da neu ist, sondern schreiben halt hier rein, oh ja, die ganze Strecke mit ihren, ich glaube, es sind 57 Meilen. Ist jetzt da bei der ganzen Station etc. Bewerben das als alles, also die komplette Strecke an sich halt so, als wie neu. So liest es sich halt. Oh, das sind 40 Euro. Ein Streckenupdate. Naja, da muss ich bei Daft Games eh nicht mehr wundern. Oh, erst auf 15 Kals. Schon nicht so schnell hier. So, bestehende Strecke. Dann müssen wir unbedingt für die Abstellung mal gucken. Warum er uns da nicht durchgeschickt hat. Jetzt sind die schon wieder an. Bleibt's aus. Immer beim vorher beim Test auch schon passiert. Wehe, die gehen wieder an. Und hier drin hört es an, als hätte ich eine Flachstelle. Der Zug ist aber frisch gespawnt. Ich weiß nicht, ob man hier fahren sollte. So, 80 dann. Yes, 80. Okay, einmal Vollgas. Also, klingen tut's ja schon nicht schlecht. Da haben wir die andere Abstellung hier. Stromgleis. Ja, immer noch 80. Mal ein bisschen den Verkehr hier aufhalten. Ja, sogar die Ventilatoren da oben drehen sich. Finde ich aber auch interessant, dass der Route Manager da jetzt einmal so ein Wende halt jetzt mit reinmacht. So, das müsste der Abzweig sein. Ja, wo es da runter geht. Oh, mein Minimum Break.
Bio-Depot-Gleis hier. Eigentlich hätte ich auch von hier starten können. Ja, und da hinten geht es eben runter. Naja. Kamera macht wieder ihre Kamerasachen. Standard. Oh oh. Ja. Ich bremse ja schon. Keine Zwangsbremse hier. Versuch. Was hast du hier? Overspeed? Ah, schreit. Es geht auf 40 runter. Okay. Ich muss hier echt aufpassen. Will ich nicht so viel Lucky draußen machen. Aber ich möchte ja gerne umsehen hier in New York. Ja, nächstes Update. Nee. Uff. So, und dann wird er dann nach 15 runtergehen. Ja, einmal auf 0. Feet. Ah ja, das haben sie noch extra mit angemerkt. Aufgrund der Lizenz, irgendwie so war das. Genau, in enger Zusammenarbeit mit dem Lizenzgeber haben wir eine realistische, aber sichere Darstellung der Strecke entwickelt. Es gibt daher ein paar Anpassungen. Zum Beispiel sind das Sicherheitssystem ATCS, ATCSIS und der Lamp immer aktiviert. Da hat die Company gesagt, die vor dem Simulator nur realistisch. Oh fuck, das war ein Haltesignal. Ah, ich habe nicht aufgepasst. Oh. Okay. Das machen wir aus dem Depot nochmal neu. Ich bin gleich wieder da. So, liebe Leute, da bin ich wieder. Ich bin jetzt bei diesem Depot, wo wir vorher vorbeigerauscht sind. Jetzt sind die schon wieder angegangen. Ich habe die vorher ausgemacht. Und der Kollege da vorne fährt gerade rein. Und dann schauen wir das mit da mal rausfahren. Mal kurz in die freie Kamera. Will ich auch nicht die Weiche umlegen. Schön vorbeifahren. Es ist echt kein gewaltiger Unterschied zwischen der 7er und der 9er. Sah noch fast gleich aus. Moin! Was zum... Ich hab auch... Ich hab nichts gedrückt jetzt. So, wo mache ich den Scheibenwischer hier aus? Da. Nervig. So. Ja. Ich glaube, das kommt wieder vom Rail Driver. Den muss ich echt mal abstecken, wenn ich den nicht nutze. Ja, ein langer Kollege hier. So, wie sieht's denn jetzt aus für uns? Wir machen hier mal Grori. Und so wie es aussieht, können wir rausfahren. Und er macht die gleiche Übung wie vorher. Gut. Kurz mal beide verriegeln. Und gern vorwärts.
doch beide verlieben. Okay. Doors closed. Oh, alles klar. Und wir haben Leistung. Nice. Dann probiere ich es jetzt mal, ohne über Haltzeigen zu fahren. Und am besten auch ohne zu schnell zu fahren. Sagte er und fahrt 16 bei 10. Ich will hier doch nur raus. Ja, sieht schon geil aus, wie die da rüberdüsen. Nicht mehr lange und dann fahren wir auch dann nach hinten. Ich sollte mal ein bisschen bremsen. Nee, aber 40 Euro für so eine kleine Streckenerweiterung mit, ich glaube, 10 Stationen sind es, was da neu mit dazukommen sind. Das können sie sich auch nur... Und sich irgendwie nur dachte, Games leisten, sowas zu machen. Wir könnten uns auch nochmal die Beschreibung an. Ja, genau, ich lese euch mal ganz kurz die neue Beschreibung vor. Also, erleben Sie Chelsea im Ort 4 in der verkehrsreichen Pendlerbahn am. In der verkehrsreichsten Pendlerbahn Amerikas. Gehen Sie noch einen zurück? Ja, Alarm ist ja gut. Und erkunden Sie die verbesserte Strecke New York-Hicksville, die jetzt auch Long Beach neue Licht- und Himmelseffekte haben. Oh ja, das habe ich ganz vergessen. Neue Himmelseffekte für 40 Euro. Ja, okay. Was haben wir noch? Überarbeitete Signale und einen brandneuen, geschäftigen Fahrplan mit den wichtigsten LIRR-Zügen umfasst. Darunter die hochmoderne M9. Okay, für uns geht es da einmal darüber. So, als einer von zwei wichtigen Netzen, die der MTA gehören und von ihr betrieben werden, erstreckt sich die Long Island Railroad östlich der geschäftlichen Metropole New York von zwei wichtigen Terminals aus, Atlantic und New York Penn Station. Mit durchschnittlich einer 250.000 Fahrgäste pro Tag ist sie mit Abstand der verkehrsreichste Pendlerbahn Nordamerikas. Mit vielen Verbindungen pro Stunde. Und außerdem die älteste der USA, die seit 1834 ununterbrochen im Betrieb ist. Oh. So, begeben Sie sich auf eine Vielzahl von Passagierfahrten mit der brandneuen M9 und der bewährten M7 von Big Apple über den komplexen Bahnhof Jamaica bis hin zu den Linien nach Long Beach und Hempstead sowie der Hauptlinie nach Hicksville. Ein neuer Fahrplan und so weiter, das Streckennetz von 57 Meilen sorgt für ein viel interessanteres und realistisches Erlebnis. Ach ja, und für Maximum also unbedingt noch die M3 mit dazu kaufen und die M3, mal kurz gucken, was die kostet. 21,99. Also das heißt, für das volle Erlebnis zahlt man dann nicht ganz 60 Euro. Beziehungsweise, wenn man die Strecke vorher schon mal gekauft hat, dann kannst du eigentlich, ich glaube, über irgendwo aus, sagen wir mal bei 30 Euro, die alte Strecke. Dann hast du jetzt insgesamt 90 Euro zahlt, damit du jetzt hier alles haben kannst. Das ist so eine Abzocke. 30. Aber nicht mehr lange. Komm, ein bisschen schneller darf sein. Ich glaube, in der Gegend bleibe ich mal.
Gleich wieder 15. Der ist aber ganz schön voll da hinten. Cool. So. Dann sollte er jetzt hier happy sein. Einmal 15. Oh, gleich ist gleich. Ja, wir von so rein da rauf dann. Alles klar. Ist ein bisschen schade, dass sie die M3s da aussortieren sind. Oder teilweise schon gemacht haben. Wo war das jetzt aber nicht wegen mir, oder? Oder ist das eine Abstellung da hinten? Eigentlich wäre es witzig zu wissen, ob man M3 mit M9 kuppeln kann. Nee, das ist eine Abstellung da oben. Den habe ich nicht zum Parken gebracht. Straight rein. Das sieht nach ehemaligem Stellwerk aus hier. Wobei, weiß man in Amerika nicht. Vielleicht ist er noch betrieben. Irgendwie. Warum ist da das Signal gelb? Da müsste es doch Haltzeichen sein. War doch in die Richtung nicht weiter. So, ich würde sagen. Achso, warte mal, das war Stack für 7. Dann fahren wir halt hier maximal raus. So, Bremse reingeschmissen. Dann stellen wir hier mal ab. Achso, Moment, erstmal den hier. Wieso kann ich jetzt immer noch nicht? Ist gezogen, Notfall. Warum nicht? Oder willst du... Also das machen wir wieder an. Headlights through, das würde ich eigentlich nicht. Headlights off. Okay. Wieso kann ich dich nicht nochmal umdrehen? Okay. Schlüssel gezogen. Ja, okay. Keine weiteren Fragen. Geh mal da raus. Na ja, egal. Andere Seite. Ach so, das ist Track 7. Komm, halt die Markierung. Entschuldigung. Okay. Holy shit, die ganzen Menschenmassen hier. Bin ich jetzt aber nicht schlecht, dann ist hier mal ein bisschen was los. So, was steht denn da? Und jetzt stehen 18 Minuten.
14 Minuten. Ja, okay. Perfekt. Sehr Spaß hier nochmal neu einschalten. Vorwärts. Aufladen. Marker Lights aus. Die auf dem. Was ist das? Ich glaube, das war's. Jetzt kontrollieren. Alles gut. Okay. Die Frage, muss ich mal kurz in die Richtung anfahren? So, Türen verriegeln. Sehr gut. Ja, nee, das interessiert ihn jetzt nicht so. Sagt der Routenmanager, der war schon richtig eingestellt. Warum lässt du mich nicht fahren? Ist da irgendwas? Da ist weit und breit nichts. Oh, ich glaube, der wollte wirklich. Ich glaube, der wollte, dass ich da hinten reinfahre ins Depot. Und vom Depot aus dann. Okay, das machen wir nicht. Route entfernen, bestätigen. Und dann machen wir das noch mal neu. Ja, Hauptsache, jetzt kriege ich grün. ETF. Moment. Wie weit würde ich kommen, wenn ich einfach auf grün weiterfahre? Ich glaube, das probiere ich jetzt einfach mal aus. Wenn ich jetzt nicht auf die neue Strecke fahre, dann werde ich hier nochmal neu starten. Hm. Aber jetzt links oben hat der Long Beach jetzt noch drin. Der schickt mich jetzt wieder geradeaus. Hm. Nicht dahin, wo ich hin wollte. Okay, dann werde ich jetzt hier nochmal neu spawnen. Ich werde einfach nochmal wissen, was. Ob er mich da jetzt auf die Strecke hätte hochgeschickt. Aber dann sehen wir uns gleich wieder. Chaotisch mit mir. So, da bin ich wieder und ich habe jetzt ein bisschen an Frankenstein-Zug gebastelt. Also wir haben jetzt hier die M9. Dann gehen wir hier mal ein bisschen weiter nach vorne. Nee. M7. Das sind de facto gleich die Züge. Hier ein bisschen anders. Und ganz unten. Da haben wir jetzt die M3. Also wie ist denn das eigentlich, wenn man da jetzt durchgeht? Das kann ich da einfach so. Ja, problemlos. Cool. So, unser mittlerweile historischer Triebwagen. Wie machen die Lichter aus? Die müssen wir noch anmachen. Keine Ahnung, ob die in echt so miteinander fahren könnten. Wir können es zumindest hier machen. Ja, wobei, lass mal die Tür mal offen. Leuchtung. Das funktioniert schon mal. So, es müsste hier noch im gleichen Prinzip gehen. Vorwärts. Maximal Bremse. Nee, halt. Maximal. Okay. Bremsen bitte aufladen. Und ich denke mal. Das müsste reichen. Okay. Headlights. Hell. Kurz mal kontrollieren. Sieht gut aus. Okay. Also. Alle guten Dinge sind drei. Ich möchte nach da unten hin.
wieder auf dieses eine Gleis da. Da. Ausfahrt? Keine Ausfahrt. Warum nicht? Weil der Kollege da jetzt rausfährt. Och nee, das heißt, wir machen da jetzt Stop and Go. Ja, was soll das denn jetzt einigermaßen realistisch? Dass wir hier nicht einfach so durchpfeffern. Okay. Dann würde ich sagen, warten wir hier mal auf die Ausfahrt. So schnell geht's. Da haben wir die Ausfahrt. Dann würde ich sagen, schauen wir mal, ob das Baby hier wegfährt. Ach so. Ich hab da vielleicht was vergessen. Muss ich jetzt wirklich verriegeln? Okay, jetzt soll es aber gut sein. Na komm. Geil! Wir fahren. Ich scheine auch alle mitzumachen. Cool. Oh Mann. Der Sound bei der M3 klingt irgendwie gleich wie der von der Londoner U-Bahn. Das ist ein 1972-Stock? Der neues Territorium für uns. Ich sehe gerade. Wir haben die Marker-Lights noch an. Und mal ein bisschen bremsen. Wo sind hier die Marker-Lights? Widerstandsbeleuchtung. Die Bereich durch? Ne, eigentlich nicht. Wo sind diese Lichter, Signallichter? Nicht aus. Jetzt sind sie ein. Hm. Was? Streckenspeed? 80? Okay. Full Speed? Ja, also die roten Lichter sind an. Warum auch immer. Türsteuerung ein. Ja, ich glaube, es gibt Schlimmeres. Ist, wie es ist. Zehn Meilen neue Strecke. 40 Euro. Das ist eigentlich noch ganz praktisch, dass wir hier ein bisschen Highspeed haben. Ich dachte, wir werden da jetzt ein bisschen langsamer unterwegs mit dem einen Zug da vor uns. Könnten wir eigentlich mal schnell gucken. Da sind wir. Und da ist der andere. Interessant, jetzt auf 70 runter. Ich traue mich hier nicht so lange rauszugucken. Ich kriege nur wieder eine gequischt. So, da bin ich wieder. Und der Scheibenwischer ist schon wieder an. Ah, ich muss das echt mal abstecken.
Kollege, wo mache ich dich aus? Scheibenbücher? Da. Aus, dankeschön. Oh, 40. Ich sollte bremsen. So, damit sollte er happy sein. Und dann haben wir auch hier schon die erste Station. Wow. Überschaubar. Oh, scheiße. Noch langsamer. 15 runter. 4 bis 8, 10, 12 MU. Die schießen einfach drüber. Okay. Alter, das ist aber schon ganz krass ausbremsen hier. Schauen wir mal. Also, weil Kollege gerade da vorne ist. Schon nicht schlechtes System. Oder sieht es nur so aus, als ob die an sind? Ich muss es mal kurz testen. Ah, ich glaube, das sieht nur so aus. Vom Licht her. Da ist der Kollege. Und der hat mir noch nicht gesagt, stopp. Das finde ich jetzt ein bisschen wild. Okay. Da vorne ist auf jeden Fall ein Halt, so wie es aussieht. Wenn man die Plattform links sieht, man. Der lässt mich da hinten echt drauf fahren. Sehr spannend. Also ich kenne mich mit dem System nicht ganz so gut aus, aber kann das sein, dass er nie da auf Stop geht, sondern sagt 15 und dann halt aufpassen. Eigentlich was witzig, da hinten ranzufahren und mal zu kuppeln. Ah, ich glaub, da mache ich Spiel kaputt. Tja. Aber mich wird es jetzt schon irgendwie reizen, auszuprobieren, ob ich gucken könnte und ob er mich dann einfach mitnimmt. Wenn es nicht geht, dann muss ich schon wieder nochmal neu anfangen. Muss ich zum Kuppeln irgendwas vorbereiten? Abkuppelschalter. Das ist nur zum Abkuppeln. Ich probiere das jetzt mal aus. Was eine Chaosfahrt. Mal schauen, wie toll die KI das findet. Ich sag nicht, dass es dann als Unfall gewertet wird.
Ne. Ne. Wie geil. Ja, okay. Ist abgesperrt jetzt. Müsste ja theoretisch fahren können. Aber ich glaube, die Bremse ist hier nicht so happy. Stehen wir denn da? Kurz unter 50. Was immer drüber. Maximale. Okay, okay, da glaube ich so hier rein müssen. Warte mal. Ja, ich bin mal halt jetzt. Mich irritiert, dass hier Dauer zwischen ist. Wenn ich jetzt meinen Fahrplan hier wegmache. Von dem Zug. Also geht gar nicht. Kann ich jetzt den Zug einfach übernehmen? Das ist halt leider so ein mega langer Zug. Machen wir die Tür auf hier. Laufen mal so. Mit dem Risiko, dass er mal jetzt wegfahren könnte. Holy shit, so lang. Oh, ein Stückchen noch. Ich glaube, er versucht zu fahren und kommt nicht weg. So, renn hier. Mein Kollege. Sie haben keine Erlaubnis, diesen Zugdienst zu fahren. Oh. Du hast ein Problem. MBS Offline, Fall Code, ABS Subsystem Offline, no action can be taken by the operator. Du das mal für dich acknowledgen, ne? Maintenance Screen. More than 14 cars. Ich glaube, das findet er uncool. Ich glaube, ich kuppel wieder ab. Es ist furchtbar mit mir. Oh, wenn man jetzt ein bisschen schneller gehen könnte. Oder so wie in manchen VR-Games so nach vorne teleportieren. Eigentlich so wie in Derail Valley. Das ist eigentlich ein geiles System. Okay. Einmal da rein. Gut. Dann wären wir wieder hier drin. Moment. Nee, falsch. Ist noch weiter. Ich hab mir gerade schon, der Führerstand schaut ein bisschen moderner aus. Naja, genau, hier ist wieder ein Zwischen. So, Abkuppeln habe ich noch nie gemacht. Abkuppelschalter. Ein. Und jetzt dann theoretisch Retour fahren? Maximale Bremse. Wieder mal aufladen hier. Okay. Rückwärts. Findest du jetzt nicht so cool?
Okay. Wir sollten mal sagen, beide verriegeln. Kuppelschalter ein. Jetzt will er auch nicht rückwärts fahren. So, warte mal, ich gehe das nochmal hier so rein. Machen nochmal den hier. Hat sich nichts verändert. Was muss ich da sonst noch machen? Das passt eigentlich alles. Da müsste ich ja eigentlich nichts machen müssen. Ich komme hier nicht weg. Oh. Das war also einfach mal nur so ein Ausding. Okay. Kombihebel bitte mal aus auf Minimum Break. Jetzt geht das nicht mehr. Okay, Maximum. Vorwärts. Dann können wir jetzt mal zum Bahnsteig fahren. Yes. Nee, nee, nee. Nur am Blödsinn machen. Ich find's ja geil, dass er rechts oben sagt, naja, gelbes Signal. Obwohl hier kein Signal ist. Jetzt schon wieder 40. Ich weiß ja nicht. Ich glaube, wir bleiben hier mal kurz stehen, machen die Türen auf, auch wenn keiner einsteigt. Südre. Einmal links aufmachen. Das sieht auch geil aus. Welche Strecke ist das? Ah, das ist die von da oben. Was dann hier parallel? 444. Und dort wird es dann ändern. Ach, von da hinten kommt der nächste. Ich ruiniere den ganzen Fahrplan hier. Ja, sehr gut. Der fährt auch voll dicht dran. Okay. Naja, gib mal wieder 80. Gut. Aber da meins 40. Was denn jetzt? Oh, nicht 40. Okay. Also auch da oben meint er 40, aber das Ding sagt mir 80. Dann fahre ich 80. Irgendwas ist hier komisch. Ja, nächster Halt. Zumindest ist es nicht für uns. Die sind ja total billig aufgebaut, diese Plattformen.
Ja, Kamera berührt dich. Mein Gott. Schlimm, ey. Da will ich einfach nur mal seitlich gucken. Ja, jetzt kommen wir den Kollegen wieder näher. Bleiben wir mal bei 60. Deckspeed 0. 40. Ja, ja, ich bremse ja schon. Alles gut. Keine Zwangsbremse. Es wäre eigentlich mal ein Video interessant anzugucken von einem echten Fahrer, der den Triebwagen in echt fährt und die Strecke mal abfährt und dann beurteilt, wie realistisch das ist. Und wie viele Bugs er so finden würde, wo er sagt, das läuft ein bisschen falsch. Okay, für uns geht's gerade weiter. Da ist der nächste da unten. Ja, vielleicht bleiben wir bei dem Bahnhof mal stehen. Jetzt auf die Karte gucken. Und wieder Fullspeed. Der andere, wo ist? Ja, ist ja gut. 15. Und 40. Oh, der fährt nach vorne. Soll ich das vielleicht gerade ausnutzen und Gas geben? Ehrlich gesagt, kann ich das gerade mal ein bisschen aussetzen, um hier zu gucken. Ah, ich glaube, der biegt vielleicht auch. Nächste Stellwerkshäuschen. Und ich behaupte mal, diese Gleise da, die werden nicht mehr genutzt. Für einmal. Was los? 80. Jetzt nochmal weg. Aber da fehlt die Stromschiene da hinten. Ja gut. Volle Kanne. Na, jetzt geht er schon wieder runter. Lass mal gucken, wie weit ist es? Oh, der fährt auch noch oben. Das heißt, ich müsste hier freie Fahrt haben. Und runter. Da steht's auch mit die 40. Ja, das sieht schon ein bisschen netter aus hier. Oh, die Performance. Einmal ruckelfrei.
Das wäre mal was Schönes. Den Baum würde ich vielleicht ein bisschen stutzen. Immer noch 40. Aber die Umgebung sieht hier eigentlich ganz okay aus, wenn man nicht so genau hinguckt. Vororte halt von New York hier. Wenn man das überhaupt Vorort nennen kann. So, immer noch 40. Bistel. Das ist auch den wunderbaren Übergang hier. Jetzt komm schon, gib 80. Oh, langweilig. Ja, okay, in New York gibt es schwebende Autos. Schwebende, verschwindende Autos. Ja, hier wieder 40er Tafel. Das sieht nett aus. Ja, was ist mit der Kamera? Kann ich nicht einfach mal so ein bisschen gucken? Das ist so hart nervig in TSW. Das ist kein neues Problem. Oh, was? 15. Ja, gut. Dann sind wir hier mal 15 unten. Checken wir nochmal dieses Spycam. Da ist aber weit und breit nichts. Ja, ich meine, es ist hier schon nett detailliert. Aber trotzdem, für das zahle ich gar nicht 40 Euro. Das geht nicht. Das hätte ein kostenloses Update sein müssen. Also wirklich gesagt, hey, man tut erstmal die alten Strecken pflegen, ja, und da hinten fliegt wieder ein Auto rum. Und nur so Sachen wie die Loks oder Triebwagen kosten dann extra, ungefähr so ähnlich wie es Simray gemacht hat. Das sind einfach nur die Idee, was kostet. Oder der ganze Rest dann einfach so mit dazukommt. Ich bin schon auf die Krakau-Strecke gespannt. Eine mega fett Extension wird es nicht sein. Das ist ein interessanter Übergang. Soll ich jetzt schneller fahren? Oh, 60. 40. Mann. Zu früh gefreut. Der Bus neben den Army-Schulbussen sieht ein bisschen komisch aus. Aber die haben schon was vom Style, die alten Army-Busse, Schulbusse. Da finde ich es so geil, wie manche Leute das zu einem Wohnmobil umbasteln und dann damit rumfahren. Hat jetzt schon was, würde ich jetzt auch nicht nein sagen.
Aber ich würde dann wirklich einen alten Schulbus haben und nicht einen von den neuen. Von den neuen, ich muss sagen, das grundsätzliche Designkonzept haben sie ja noch beibehalten. Aber sieht mir trotzdem zu schnittig aus. Ich hätte da gerne das kantige alte. Wieso werde ich hier so runterbremst? Verstehe ich nicht. So, da ist ein Single Line. Ach, jetzt wieder fahren. Warum? Es wirkt wie so ein Ghosting, als ob vor mir irgendwas registriert, was gar nicht da ist. Oder der Zug, da wo ich angekoppelt habe, ist irgendwie so pseudo-disappeared. Ich dachte eigentlich, der wäre weggefahren. Auf der anderen Seite. Ja, ob das ein Walmart oder so ist? Man wird ein bisschen klein. Die sollen ja so richtig fett sein, diese Walmarts. Wieder 15. Das wäre die Ankündigung für 40? Ja, wenn die Bahnübergänge wird das doch nicht machen. Das wäre dann irgendwie komisch. Da sind die jetzt auch wieder am Schweben. Ist das jetzt so das Highlight von dem Add-on hier? Schweben die Autos rum? Das sieht man doch beim Quality-Test. Also, so erst recht keine 40 Euro. Oh Mann, ey. Es ist halt immer so was Offensichtliches. Man denkt, jetzt müsstest du ja eigentlich sehen. Und dann fixen sie das nicht. Ja, immer noch 15. Ja, am liebsten immer stehen bleiben. Einfach nur, damit ich dann mal schneller fahren kann. Sofern das das überhaupt behebt. Die Weiche kann ich nicht steuern. Ich habe gesagt, ich will auf das Gleis da. Einmal so. Einmal so. Das kann ich nicht. Also ich komme dann eh da rein. Okay. Knallhart entschleunigen. Ich glaube, das ist die Strafe für die doofe Aktion, die ich da hinten gemacht habe. Man kann es halt leider auch nicht abstellen. Beziehungsweise ich wüsste nicht, wie man es abstellt. Aber irgendwo gibt es garantiert eine Option, so Sachen sich jetzt Türbedienungstrennschalter. Bleibst du stehen, wenn ich aufstehe? Nee. Was haben wir denn da? Protective Heat Power ATC. Ist das? Setzt das aber noch an.
Interesting. Ich lasse jetzt doch wieder an, weil nicht, dass er jetzt die ganze Zeit auf die 15 bleibt. Ja, wobei 2000 Feet kommt sowieso 15 da hinten für die Brücke. Kann ich es eigentlich auch lassen. Ah, wisst was? Hier machen wir nochmal einen Halt. Die ganzen Leute hier dastehen. Das sind echt viele Leute. Also ich glaube, mir wird es schon noch mal reizen, Fahrplan zu fahren, wo die Leute auch wirklich ein- und aussteigen. Weil gerade zu so einer Masse. Schon irgendwie nice. Und es werden halt einfach immer mehr. Wo kommt die eigentlich her? Aha. Alles klar. Kommen alle aus dem Scheißhaus da drin. Das muss ja innen gewaltig groß sein. Ja gut, machen wir weiter. Bin ja gleich da. Und dann haben wir die 40 Euro Extension gesehen. So, passt. Abfahrt. Dankeschön. Eigentlich müsste man hier mal stehen bleiben und gucken, wie voll dieser Bahnsteig werden kann. Immer noch 15. Ach, vielleicht mal das nächste Mal. Ist klar. Und warum lässt man da die Autos Sichtfeld spawnen? Zumindest dachte ich, das ist jetzt hier gerade so reingespawnt. Nee, doch nicht. Ach ja, Details. Oh, anhalten. Doch nicht anhalten. Okay. Ja, gibt es noch mit 30. Oh, auf 30. Ach, und da vorne auf der Brücke gibt es noch was Interessantes. Oh, mal. Ach, jetzt kommt er mit 15. War ja klar. Aber auf der Brücke will ich mal ganz kurz stehen bleiben, um zu schauen, ob ich da in dieses Häuschen rein kann. Weil da sind Leute drin. Die Frage, komme ich da hin? Ja, einmal mal kurz stehen bleiben. Ganzen Bahnhof da vorne jetzt blockieren. Komm ich da rein? Nein! Warum ist die Tür verriegelt? Das hat sogar extra eine Option. Oh, lass mich raten. Es ist vermutlich die Mastery-Belohnung, dass du da in den Kontrollraum hier rein kannst. Ob sich dann auch die Brücke mitbewegt? Hm. Okay. Naja, Tür zu. Wir fahren wieder weiter. Aber man sieht da unten nicht mal den Übergang.
Ach ja, die Kamera. Also mal schauen, wenn ich dann im Bahnhof bin, gucke ich mal, ob der Mastery Unlock Mod schon aktualisiert ist für das. Und wenn es das da oben ist, dann gehen wir da zum Schluss nochmal da rein. Es ist auf jeden Fall ausmodelliert da oben. Und nee, ich fahre da jetzt keine 5 Meilen pro Stunde da hinten rein. Tja, damit wären wir angekommen. Dieser Bahnhof ist Ende. Kopfbahnhof. Du bringst mich jetzt ganz woanders hin. Aber geh, immerhin. Weiß Gleis. Das sind auch einfach mal zu lang. Aber findest du das spannend, dass hier noch so viele Züge rumstehen? Dass man hier noch einmal über den Fluss hier drüber fährt. Also ich hätte den Bahnhof hier vielleicht kleiner gemacht. Also sieht nur so die Zweierbahnsteig da. Die Station davor. Vor dem Fluss irgendwie ausgebaut. Naja, wird schon seinen Grund haben, warum man es jetzt hier so groß gemacht hat. Das kenne ich da die Umstände zu wenig. Was? Aber was soll denn das? Okay, ich steck den dann ab. Okay, wir hätten es geschafft. Wir wären da. Jetzt habt ihr mal die Streckenextension gesehen und der neue Triebwagen und der M3, aber der ist jetzt nicht neu. Ich schaue jetzt noch mal ganz kurz bezüglich dem Mod für die Mastery-Belohnung, ob das schon geht. Und dann sehen wir uns da eventuell wieder, ansonsten hier gleich. Also, komm bleiben. So, da bin ich jetzt wieder auf der Brücke und der Mod kann das da hinten tatsächlich freischalten. Ich habe noch versucht, irgendwie Infos zu dieser Brücke zu finden, aber die Wikipedia-Seite zu der Brücke, die ist nicht existent. Also es verlinkt ja, aber kein Inhalt. Dafür gibt es Infos zu der Brücke da hinten. Also ich kann euch nicht mal sagen, ob das Ding überhaupt noch funktioniert oder ob das einfach nur so jetzt da, so dasteht, wie es halt dasteht. Aber ich vermute mal, es geht nicht mehr, aber ich kann es euch leider nicht sagen. Okay, jetzt schauen wir uns aber jedenfalls mal an, was wir hier drin haben. Mal erstmal Arbeiterschuhe. Und entsprechender Ausblick. Das Pult vor dem Ganzen. Oh, ich glaube, das sind echte Bilder. Was war das? Nee. LOL. Ein Livestream von Matt. Oh, das Bild bewegt sich nicht. Okay. Also 40 Euro exklusiver Livestream hier. Aber leider ohne Bewegtbild. Das wäre es jetzt noch gewesen. Okay, ansonsten. Ich hoffe nichts mehr. Okay, good to know. Aber schade, hier kann man nichts machen. Oder ist das doch noch in Betrieb? Hm. Ich habe auch noch meine schnelle Suche auf YouTube gemacht mit der Brücke. Da sieht man halt die Zugvideos unter anderem. Aber nichts zu der Brücke an sich. Als wäre die gar nicht mal so spannend. Schade.
Ja, jedenfalls, das war jetzt erstmal so ein kleiner Blick auf die Strecke hier. Also sie ist nicht schlecht detailliert. Bugs halten sich im Grenzen, gut die Autos halt und so. Der M9, L9 ist auch okay, aber ich dafür 40 Euro ausgeben, sehe ich halt irgendwie nicht. Also wenn es jemand unbedingt haben will, gern machen. Oder wer die Strecke noch gar nicht hat und jetzt das ganze Ding haben will, ja dann okay. Aber wer die Strecke schon hat, dann nochmal 40 Euro reinbuttern. Höchstens im Sale, wenn das irgendwo mal bei 10 Euro oder 15 Euro ist. Auch wenn ich dann immer noch sage, dass die Extension hier eigentlich ein Update, ein gratis Update sein sollte. Eure Meinung gern in den Kommentaren. Ich würde sagen, ich wechsle mal das Spiel. Bis demnächst. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.